Facelift! Passt mit dem, der Lampe so? Habe ich nicht so einen krassen Schatten? Ja, volle Kanne. Warum sieht man so viel Raum? Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, wir haben wieder Freitag. Und deswegen machen wir diese Woche Frage-Antwort. Neue Büro. Ja, hier ist auch so eine kleine Cook-Autobahn gerade zwischendurch. Ich kann Olli und Porti sehen. Da ist Olli. Kannst du Porti sehen? Ja. Sekunde. Der popelt. Wir machen im neuen Jahr wieder Frage-Antwort mit dem Handy, wenn ihr das hier anrufen könnt. Erstmal müssen wir das Handy wieder neu resetten und ein bisschen reparieren, weil das Ding ist nämlich dermaßen gebumst, das glaubt ihr gar nicht. So, wir suchen mal eben, mein Rechner ist langsamer geworden. Suchen mal letzte Mal Frage-Antwort. Geht's euch sonst gut? Ja, ne? Und Vegas, ne? Vegas, war letzte Teil Vegas, lief ja schon? Wie sind wir ja nämlich in der Zeitreise? Noch nicht, ne? Ne, heute kommt Teil 4 und Teil 5 nächste Woche. Die aufgeweckten Hasen wissen also, wann wir das jetzt gerade drehen. Aber irgendwas stimmt im Rechner. Du hast den Rechner als letztes, Jonas. Guck mal bitte, wenn ich scrolle. Guck mal bitte. Scroller. Boah, das ist wirklich langsam. Wahrscheinlich wegen deinem komischen Schurkelprogramm, die du hier drauf hast. Paint und Excel ist da noch drauf. Ja. Ach, dann sind die Fragen ja direkt ab. Nee, warte. So, es geht los. Was haben wir denn hier für schicke Fragen? Und zwar, hast du um 3 Feierabend? Nee, um 4. Sehr geiles Bild. Ich lache ja eh sehr gerne über die blödesten und die bescheuertsten Sachen. Die blöden Witze sind die geilen Witze. Haben wir zwar fast schon alle beim 1.8er-Projekt gepostet, aber wenn du es willst, hier nochmal dein Lambo. Erstmal Respekt an die Leute, die bei Need for Speed die Autos nachbauen. Das ist so dermaßen geil. Und danke an die ganzen Geschenke, die im Moment kommen. Ihr schickt mir alle möglichen Sachen, CDs, Essen. Ja, sehr beliebt hier in der Firma. Esse ich zwar am wenigsten, aber ist auch egal, kommt trotzdem gut an. Und ich wollte mal Danke sagen an alle. Also ist jetzt so ein allgemein Dankeschön. Ich habe jetzt, Büro ist ja jetzt quasi neu, ne? Ich nutze das ja so gut wie gar nicht. Erstmal hier, willst du einfach Büro zeigen? Weißt du was? Wir machen mal, genau, ich zeige euch mal eben die Ideen, die ich habe bei diesem Büro. Das machen wir in diesem Frage-Antwort-Video. Das ist mein Tisch. Der gleiche Tisch wie vorher. Was war die Idee bei dem Tisch? Die Idee bei dem Tisch war, dass ich einfach so dieses Ding hier nehme, mich so dran setze und dann so schreiben kann. Nicht schlecht. Ich kann auch gut drauf schlafen. So. Daumen hoch, sagt er. Wir beiden. Das Büro. Hier haben wir Spider-Man. Ja, Spider-Man ist da, weil Fabian mag Spider-Man sehr gerne und damit Fabian immer Spider-Man sehen kann. Fabian sitzt auch mit mir im Büro. Ne? Fabian und ich sind zusammen im Büro. Diese Scheibe hier, ich habe das ja alles, das Gebäude ist selbst gezeichnet von mir. Und deswegen, mit Paint? Mit Paint. Nee, eigentlich sogar wirklich mit Bleistift und Papier. Millimeter Papier und Bleistift. Und alles hat eine Logik und eine Konzeption, weil wenn ich hier sitze, sehe ich nämlich Verkauf, ich sehe, wer die Treppe da hochlatscht, ich kann auch Joni sehen. Dann ist diese Wand grün, jetzt denkt man sich, hä, warum ist sie grün? Das ist eine Tafel, also das ist Tafellack. Das heißt, hier kann ich alle Ideen, die ich so habe, kann ich so einfach draufschreiben, kann ich wieder wegwischen. Und weil mein Problem ist, ich muss abladen, weil bei mir ideentechnisch ist ziemlich viel los im Kopf und ich werde mega, mega schlecht drauf sein immer, oder bin ich immer drauf, wenn ich Ideen habe und die dann weg sind. Na Leute, das heißt, wenn ich eine Idee hatte und die ist weggepustet, dann habe ich schlechte Laune. Hier steht dein Stativ, Johnny. Weil wir eigentlich Frage-Antwort machen sollten. Welche Idee war dahinter, dass das da steht? Die Idee war dahinter, dass man dann zum Beispiel so. Ah, okay. Na, dass es nicht so wackelt. Ja. Ne? Da wir gerade einziehen, sieht es beim Fabian gerade super aufgeräumt aus. Wie immer. Ne? Weil das ist aufgeräumt für Fabian. Ich bin ein ordnungsliebender Typ, ja, Mensch. Ganz super hier, guck mal. Hast du meine Schokolade gegessen? Mm. Hier auch ein Geschenk. Finde ich sehr geil. Ich melde mich demnächst mal bei dir. Habe so ein, zwei Ideen, was man damit machen kann. Diese komische Beschichtung. Das hat bestimmt einen Namen, die Beschichtung. Das ist nicht eloxieren, das ist ionisieren. Auf jeden Fall geil. Dann hier, für die Ideen, damit sie durchschlagen, habe ich mir nämlich direkt hier Kalk. Checkst du, ne? So, dann hier. Hätte niemand bei der verfickten Beschreibung von dem American Captain America Schild mir sagen können, dass das scheiß Schild zur anderen Seite guckt. Ja, jetzt guckt es in diese Richtung. Da die Leute gerne, die kommen, wir haben ja unheimlich viele Besucher, die kommen dann aus 500, 600, 800 Kilometern hierher und kommen dann hier rein, sehen mich, umarmen mich und gehen voll steil. Deswegen sind diese Jalousien hier, damit die erstmal suchen können, wo ich abhänge. Da haben wir uns gedacht, das ist ein bisschen sicher. Deswegen ist auch da keine Jalousie, weil das diese leicht versteckte Ecke so ein bisschen ist. Genau. Und dann haben wir dieses Fenster hier. Wir machen mal ein bisschen anderes Frage-Antwort-Video. Weil ich bin so ein bisschen müde. Das Jahr geht dem Ende entgegen und so. Ich bin... Und S-Motorshow hat mich richtig gebumst.
Boah! Jetzt weiß ich, wie das anfühlt, wenn man richtig gebumst wird. Gangbang. Ja, Gangbang-mäßig. Die wichtigste Figur hier? Die wichtigste Figur für mich. Auch eine sehr, sehr geile Lampe. Freue ich mich jeden Tag drüber. Dann haben wir hier Thor. Der war im Paket dabei, den finde ich eigentlich gar nicht so geil. Aber der muss halt auch hier hängen. Deswegen auch die Ecke da nur. Und er da unten, ganz wichtig. Hast du den? Mhm. Okay, gut. Diese Tür ist ganz, ganz wichtig. Weil von hier kann ich überall hin. Du kannst einfach hier raus. Kann Richtung Werkstatt. Dann haben wir hier unseren schicken Innenhof. Ich muss Johnny verstellen. Der Lamborghini! Dann haben wir hier so unseren Innenhof, Autos, machen, tun. Wir machen so Mini-Porn, so Bürobereich zeigen wir euch nur. Das ist unser Innenhof, hier kann man schön Burnouts machen, hier kann man auch gut beschleunigen. Also wenn man von hier nach da runter beschleunigt, kriegt man schon ein bisschen Speed hin. Zaun muss offen sein. Da sind wieder Leute. Hallo! Hallo! Alles gut? Ja, bei Ihnen auch. Bei Ihnen? Hast du Ihnen gesagt? Bei mir ist alles gut, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, du hast gerade Ihnen gesagt. Nee, hast du nicht, ne? Nee. Okay, cool. Wir machen eben ein Video. Du bist jetzt im Video drin, ist das cool? Ja, sehr. Okay, cool. Wie heißt du? Jonas und Niklas. Joni. Der heißt auch Joni, Joni. Sehr geil. Okay, tschüss. Ja, wir gehen wieder rein. So, wir sind wieder drin. Oh, Vorbild ist weg. Das Gute ist nämlich, ich kann von hier alles sehen. Ich sehe den Motorenprüfstand, ich sehe den Innenhof, ich kann Richtung Werkstatt ganz schnell. Ich sehe, wer reinkommt, ich sehe, wer da sitzt. Auch, wie ich finde, ein sehr angenehmes Licht, ein sehr angenehmer Boden. Mein Boden bin ich ja sehr stolz drauf. Ja, mein Boden. Ist so eine Sache, die ich mir überlegt habe. Ich wollte nämlich etwas sehr Natürliches haben. Keinen klinischen Boden von der Fläche her, sondern einen natürlich geschwungenen Boden, wo natürliche Formen drin vorkommen. Was nicht halt wie ein Auto kantig und perfekt ist, aber der wichtig war für mich, dass der Boden trotzdem glänzt. Also ein glänzender Boden, den man super sauber machen kann, wo man auch die Sauberkeit spürt, aber natürliche Formen hat. Und dann halt in dieser Betonoptik sehr, 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 sehr dunkel. Sollen wir mal Frage einfach probieren? Probier mal. Da, Besucherbeiträge, da sind nämlich öfter Fragen bei. Genau, das ist uns das viel besser. Ugly Bitch, Leute, ihr habt ein bisschen übertrieben, sag ich mal, ne? Das war jetzt nicht so eine ganz geile Aktion, weil ich erinnere mich, ich habe gesagt, Scheiben nein, ihr nicht. Weil die Scheiben habt ihr extrem zugeklebt, plus die Leute haben auch noch auf der Scheibe mit dem Edding geschrieben, Tic-Tac-Toe gespielt, auch noch mit Lackstift. Wirklich eine Scheißaktion für euch. Scheißaktion. Weiß nicht. Das ist so typisch, oh, ich will Aufmerksamkeit. Ich will dies und das. Dann haben wir nämlich letztens Jahr an einem Tag 3 Videos gezeigt. Die MB-Videos von den Felgen. Jetzt versetzt euch mal in meine Lage. Ich bin kein Testimonial und keine Werbefigur für MB. Gar nicht. Ich bin ein normaler Typ, ein normaler Buddy. Dann schreiben dann so, ja, Jean-Pierre muss Geld verdienen, Werbung. Dafür habe ich keinen Cent bekommen. Wir haben die Videos gemacht für MB. Die sogar ohne Kosten. Kostenfrei. Wir waren stolz wie Oscar auf die Videos und haben uns gedacht, hey, wir sind Buddies, lass uns meinen Buddies mal die Videos zeigen. Coole Sache. Und jetzt stell dich mal vor, ihr seid ich. Stell dich einfach nur vor. Und man liest das, man freut sich über die Videos und macht die online. Dann kriegt man vorgeworfen, ja, wir Geld verdienen, Werbung machen, dies und das. Dann fühlt sich das scheiße an, das ist auch unfair. Und was ich allgemein unfair finde, ist, dass ihr euch eh so viel rausnimmt, immer alles so zu wissen. Ihr wisst das immer alle. Ich finde, eigentlich müsst ihr euch alle mal einstellen, stell euch in den Schrank. Und dann mache ich einfach mal auf und wenn ich was wissen will, frage ich einfach. Weil anscheinend wisst ihr ja alles. Das ist eigentlich eine sehr geile Sache, oder Fabian? Finde ich gut. Also so ein paar von euch Leute könnte ich wirklich gut gebrauchen. Dafür, das ist zwar keine Werbung, aber ihr nehmt mir den Spaß daran, dass wir sowas, ich habe auch sogar Angst sowas zu posten, weil ich keinen Bock habe auf die Vorwürfe, dass es irgendwie Werbung ist. Glaubt mir, ich bin der straighteste Typ in diesem Business. Wirklich. Ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß. Weiter geht's. Verbesserungsvorschlag. Ah, da hat jemand die 69 Lila gemacht. Beim Golf? Nee. Ich finde den Kontrast ganz geil mit dem Rot. Oder hast du nur die Rückleuchten tönen wollen? So, wir gucken mal, was es hier noch gibt. Ja, GTR kam sehr gut an. GTR wurde auf vielen amerikanischen großen Facebook-Seiten geteilt, wo ich, das geht mir runter wie Butter. Das geht mir runter wie Butter. Wenn so große amerikanische Tuning-Firmen sagen, boah, ey, hier, bester GTR und all so ein Scheiß. Also das geht mir gut rein. Ne? Das geht mir gut rein. Das war jetzt ein Insider-Gruß an meine Dump-Leute. Ja, hallo Mario, hallo Markus. Das geht mir gut, nein. GTR kam gut an, Golf kam auch extrem gut an. Also ich bin wirklich selber sehr
happy, muss ich wirklich sagen. Und auch danke, dass ihr den Golf so, so gut findet und auch den GTR und den Lambo und alles. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr happy. Hallo JP, ich bin Neuling in meinen Autos, aber ich habe eine Frage. Ich habe ein Alfa Romeo 156 und möchte etwas mehr Power. Was kannst du mir raten? Das ist gar nicht so schön. Das ist, oh. Neues Auto kaufen. Dann haben sich welche aufgeregt, dass die Autos auf der Messe nicht so sauber sind. Das interessiert mich überhaupt nicht. Gar nicht. Weil ich sehe mich als Tuning-Firma. Und für mich ist die Performance im Vordergrund. Die Autos waren jetzt nicht dreckig. Die waren nicht dreckig. Da hat einer geschrieben, da war ein Blatt in der Ansaugung vom Aventador im Seitenteil. Und das Blatt habe ich sogar selber gesehen. Hab's auch versucht rauszufummeln. Hat auch so das scheiß Gitter auszubauen, aber das war so aufwendig, dass ich einfach die Faxen dick habe, weil ich denke mir einfach nur, verdammte Scheiße, das ist ein Blatt. Das kann da ruhig sein. Also sowas stört mich nicht und sowas juckt mich nicht. Ich finde es eher belustigend, dass die Leute sich darüber aufregen. Aber dann denke ich mir halt auch, ist ja eigentlich auch fast ein Kompliment, wenn man sich daran schon aufgeilen muss. Klar, manche Autos auf der Messe habe ich auch gesehen, da waren die Felgen von oben bis unten dreckig und alles war wirklich zugesaut. Oder war halt wirklich einfach nur hingeparkt. Das ist scheiße, weil es ja schon eine Messe. Aber ich fand jetzt, meine Autos sahen jetzt nicht dreckig aus unbedingt. Weiter geht's. Beim Aventador wart ihr ganz schön spooky. Da war einer dran, der wollte den Aventador Außenspiegel abreißen. Why? eBay. eBay? Wahrscheinlich. Ich denke mir auch, was geht den Leuten vor? Da ist ein Stand und bei uns am Stand war wirklich etwas los. Es war geht so besucht. Ein, zwei Leute waren da. Das heißt, der Typ kann ja davon ausgehen, dass er gesehen wird. Wieso zieht man einen mal Außenspiegel von einem Auto und will den abreißen? Unabhängig, was das Auto kostet. Das ist mir scheißegal. Ich bin eh ein Typ, mir ist es eh egal, was die Autos kosten. Entweder kann man sich ein Auto leisten, nächstes Jahr wird eh geil. Wartet ab. Da kommen Autos, die kosten Apfel und Ei und ich feiere die mehr als ein Aventador. Aber auf jeden Fall, wieso will man einen Außenspiegel abreißen von so einem Auto? Was? Vielleicht musst du zum Arzt. Also, weiß ich nicht. Du kannst einen Autospiegel abreißen von einem Auto nachts um 3 Uhr in der Seitenstraße. Aber auf einer Messe? Welches Auto hat euch am wenigsten gefallen auf der letzten Motorshow? Das würde ich gerne mal wissen. Postet mal drunter, welches Auto euch am wenigsten gefallen hat, obwohl das Konzept am schlechtesten war. Da bin ich mal gespannt, was er so sagt. Warum lacht ihr so? Warum ihr jetzt gerade so gelacht habt? Nee, nee, im Parkhaus waren Autos, da waren, die waren ganz schlimm. Da kommen wir, nee, ich meine schon in der Messe. Ach so. Du lachst immer noch, du Affe. Ich warte immer noch sehnsüchtig auf den zwangsbeatmeten 1.9er TDI. Ich nicht. Da steht er. Und wenn er draußen steht, dann fährt er. Nur Videos. Schneiden, 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 schneiden. Nicht ganz so easy. Auch allgemein, ihr macht sehr viel Druck. Also wir machen schon eins nach dem anderen. Das ist halt auch eine normale Firma. Wir machen hier wirklich am Tag zwischen... Also ganz, jetzt momentan ist es ein bisschen ruhiger, Winterphase. Aber wir machen 4 Autos definitiv jeden Tag. Also heute sind zum Beispiel wieder über 4. 4 bis 8 Autos am Tag. Die müssen auch gemacht werden. Dazwischen kommen die Projekte. Also wir reißen uns schon den Arsch auf, um halt alles happy zu machen. Das ganze Paket quasi. Wann gibt es neue Caps mit JP-Logo? Auf jeden Fall, Cappies kommen online nächste Woche. Und Klamotten auch nächste Woche, dass ihr alle noch schön fleißig Weihnachtsgeschenke kaufen könnt. Das war ein ganz schöner Kraftakt von uns hier in der Firma, weil wir ja sehr viel Ware auf der ersten Motorshow hatten, die wir ja alle wieder zählen mussten, alle wieder in die Anlage einpflegen müssen. Aber wie gesagt, nächste Woche wird das da wieder losgehen und dann könnt ihr da fleißig noch Cappies, werden in den Online-Shop kommen, und Klamotten kaufen. Dann, wie lustig alle immer posten, Feuerlöscher beim Aventador. Unser Aventador kann nicht abbrennen. Wir haben das ganze Problem beseitigt, aber dazu gibt es noch später ein Video. Irgendwann, wo wir euch erklären, warum die anderen Aventadors alle anfangen zu brennen und warum die dann wegbrennen. R8 verkaufen oder nicht verkaufen? Ich habe mich dazu entschieden, dass er doch verkauft wird. Oh, Fabian. Nicht verkaufen. Der Bodykit, also der R8 Liberty, sieht eigentlich schon wirklich ganz gesund aus, muss man ehrlich sagen. Aber was mich halt so oft stört, was man auch beim Messe oft gesehen hat, ist, dass Autos mit Liberty, wenn die parken, gut aussehen, aber in Fahrhöhe sehen die halt oftmals richtig schlecht aus. Tschüss. Wahrscheinlich wegen deinem komischen Schurkelprogramm, den du hier drauf hast. Paint und Excel sind da drauf. Ja. Ach, sind die Fragen ja direkt... Nee, warte.